Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Wir spielen Cops vs. Racer in der Retro Edition. Und mit dabei haben wir Andy, Lukas370Z, Filmexperte, nur 24 Stunden Racer, Kuru gibt's nicht, Luna, Snow und Aaron. Grüßt euch. Hallo. 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 Hallöchen. Servus. Und ich mache den eleganten Kameraschwenk direkt mal rüber zu den Racer-Fahrzeugen und dann gehen wir es einfach mal ganz schnell durch. Ja, okay, so elegant war ich nicht, habe mich irgendwie verflogen, egal. Also gehen wir es einfach mal durch. Was haben wir denn Schönes? Wer fährt denn was? Ja, einmal Kuro im Chevy El Camino. Filmexperte in Bugatti Typ 35C. Lukas370Z im Mercedes-Benz Supersport Kurz. Harry Potter in der Ford Anglia. Der Aaron im RBB Porsche. Du bist doch gar nicht Samuel L. Jackson. Gar nicht Ron. Ja. In der Neuverfilmung spielt ja Samuel L. Jackson, haben wir festgestellt, Harry Potter, damit es ein bisschen lustiger wird. Naja, egal. Auf jeden Fall an die Cops schon mal der Hinweis, wenn ihr mich sucht, ihr findet mich vielleicht in der Winkelgasse. Gut, also ich wünsche viel Spaß, geht rein in die erste Runde. So, es fährt. Bin enttäuscht, dass Rainy fliegt. Pluto ist nicht hier. Ich mach Präsident, kriegen wir hin. Die beiden links fahren den Westen zusammen, dann, ja, die beiden rechts den Osten und der mittendrin fährt zuerst in die Winkelgasse rein. Und dann die äußeren Straßen. Okay. Super. Wer ist mein Starlife-Partner? Wahrscheinlich ich. Traumhaft. Wer ist ganz links? Gibt's nicht. Das ist gelogen, da steht einer. Hab dich auch lieb. Der Gag wird nie alt. Doch, ist er vor 5 Folgen schon geworden, aber... Wer den Westen unsicher? Wer wäre ich, wenn ich solche Gags nicht... bis ins Unendliche und noch weiter hinaus ausnutzen würde. 3, 2, 1, go! Elegant. Ach so. Sagen, fahren direkt zum Westen erstmal ins U-Bahn. Eigentlich ist immer jemand Schild. Oh, die haben meine, ja. Wir haben insofern schon mal einen ultimativen Vorteil, dass wir Luna im Team haben. Also kein Druck, aber wir erwarten Großes. Ich hab die Angel hier in der Winkelgasse. Also richtig. Ich mag das Wort. Können wir direkt alle drauf, oder? Ja, genau. Norden oder Süden raus? Hauptstraße. Also Norden raus, aber... Ich bleib den. Richtung Baumallee, diese Laternen, Mann. Von vorderster Kante, ich bin immer dran, scheiße. Eine vorderster Kante, Laterne hat mich komplett aus dem Leben gekickt und ich bin weg. Sorry. Da hatten wir schon eine kugelsichere Taktik. Da ist noch eine Kante im Übrigen. Ja. Ich hatte Frust auf die Laterne und wollte noch eine Laterne umfahren. Wohin geht's weiter? Verfolgung. Ja, auf Position des Ausgangs. Ja, Luna, einfach mal Streifen fahren im Osten. Irgendwann finden wir uns schon wieder. Meine Nase juckt. Lass uns mal beim Bierbar auf die parallel südlichste. Und da dann am besten. Wir haben den El Camino und den Dings, hab den Camino gesehen. Im Bier war drin. Oh also Gott! Kontakt fährt über den Tunnel wieder raus. Eskalation nach Westen. Über Sperrstraße.
rüber, fährt dann am Park vorbei. Das westlichste Bahnhof. Ist leider nicht bekannt, aber Richtung Norden. Ja, Richtung Norden. Frontaltreffer. Okay. 20, hinten ran. 22, 24, 25. Wir haben mal. Sehr schön. Weil daneben hier ist gerade ein bisschen. Ein Mann. Pudune. Der SSK, der wird bestimmt weg sein, aber der war parallel südlich so in den Tunnel gefahren vor. Meine Anglia-Peinlichkeit wieder gut gemacht, so ein bisschen. 911er Hauptstraße Richtung Westen. Ich weiß nicht, ob Richtung Treppen das gefahren ist, dass er abgebogen ist. Ne, ist irgendwo abgebogen. Westlich ist erst Norden und danach Eskalation runter. Weiß ich aber nicht genau wo, also. Also bei mir kam nichts runter. Ich glaube, da ist nichts nach rechts abgebogen. Da ist doch der El Camino, Eskalation Richtung Osten. Ich habe hier einen Bugatti. Ich warte nicht dran, weil El Camino noch nicht. Wie weit seid ihr? Ins Wirrwarr rein. What? Habe ich den nicht gesehen? Du bist mir gerade entgegengekommen. Ja, ach, und der ist Richtung Hauptstraße hoch. Ja, ich bin frisch abgebogen. Würde ich sagen, Bugatti? Eskalation Richtung Hauptbahnhof gerade. Richtung Park rein. Sven, irgendwie sonst was. Durch Park durch Richtung Haarnadel. Ist jetzt in der Haarnadel drin. Ja, aber jetzt auch gerade raus. Warum fährst du hier lang? Ich, weil ich von Parallel-Südküste Richtung Tunnel weiter entgegenkommen wollte. Oh, hab ich gehasst. Ja, ja, ist rüber. Ist er jetzt hin? Warte mal gerade. Dann ist er jetzt ins Weber rein. Er ist hinter der Kirche, glaube ich, vorbei. Ja, ist hinter der Kirche vorbei. Ja, wir haben ein El Camino. 20, 22, 23, 24, gut. Das wäre ja so ein Drive-By. Ich hab den Bugatti wieder. Das ist ja schön. Jetzt gucken wo. Beim Teufelseck. Was ist das? Also ist den Namen nicht. Ist jetzt östlichste. Okay. Müsste gleich auf der Rückseite vom Stadion vorbeifahren. Macht er nicht, biegt vorher ab. Fährt dann vermutlich in den südlichen Tunnel rein. Aber noch ein bisschen dahin. Ja, fährt südlichen Tunnel. Von Ost nach West. Der Wirr war vorbei, Richtung Speerstraße. Fährt auf die Speerstraße drauf, Richtung Norden. Fährt Eskalation Richtung Osten. Puh, Alter. 20, 23, 24, raus. Was? Läuft doch. So, das war die letzte Festnahme der Folge. Ich hab's gejinxt. Camino tut mir ein bisschen leid. Der wurde halt echt wirklich... Also als Cameo-Auftritt war er eigentlich nur dabei. Bei seiner zweiten Festnahme. Eigentlich wird ganz anderes Erfolg gehabt. Ja, ist das auch mit kleinen Tor.
Ja. Ich schaue mir den Montagon vorbei. Ich hab den alten Mercedes. Der vermeint. Nördlich vom Park, von der Bahnhofstraße nördlich vom Park vorbei, Richtung Ostsperrstraße wahrscheinlich. Ja, und ich hab den Bugatti S2 verfolgt. Bugatti. Sperrstraße drüber auf Eskalation. Eskalation Wirrwarr rein. Wirrwarr geradeaus. Der dann hinter der Kirche vorbei. Okay, ich versuche von vorne zu kommen. Ja, drauf auf dem Benz, ich bleib am Bugatti. Hinter der Kirche. Ach, schade. Versuch was weiter. Dreht um. Seid wieder Richtung Wirrwarr. Dann ins Wirrwarr rein. Dann Wirrwarr Tunnel raus. Dann aber nicht in den Tunnel rein, Richtung Speer. Parallel südlichste. Speer in die Haarnadel. Wo er dann noch in den Park reinkommt. Hab den Porsche direkt hinter euch. Ist egal. Egal, ignorieren. Ihr vier auf dem Benz drauf. Im Park drin. Dann aus dem Park wieder raus. Ich hab ihn getroffen, aber er hat mich überhaupt nicht gesehen. Gib dich halt dann auch nicht gesehen. Hab rein. Was sind wir noch im Park? Er hat jetzt Richtung Bahnhof, er ist im nördlichen Park raus. Er hat dann Richtung Süden. Bahnhof Ende. Jetzt Richtung Brunnenplatz. Fährt auch am Brunnen gleich vorbei. Jetzt am Brunnen. Oh, okay. Bin mir jetzt am Kopf dran gehen. Kaffeepause. Der Porsche ist nicht. Ist egal. Steht, es ist umgedreht. Ich sehe wieder ein, zwei Leute nicht. Mercedes geht sich reparieren. Kurz vor Bahnhof. Der Ruf. Raus aus dem Pausenmenü. Fährt Bahnhof von Süd nach Nord. Ah, schön. Hier rechts neben mir ein Kopf aufgeploppt ist. Moin. Ja, moin. Dieses Spiel. Was ist denn gerade? Park, also Abfahrt Park vorbei, immer nach Bahnhof Richtung Norden. Ich komm ein bisschen. Na. Nein, ich hab's nicht. Er hat nördlich Tunnel rein. Den links hat die Wand. Ich hab's nicht. Tunnel raus, fährt nördlichste. Hier ist auch der Bugatti. Oh, moin. What? Ach, geil, durch den Die. Ja, ja. Die sind hier. Fährt parallel süd, nördlichste. Mercedes. Ja, ich komme zu euch. Durch den Diesing bin ich jetzt halt weg vom Bugatti. Wir lieben dieses Spiel. Fährt hoch zur nördlichsten. Ne, fährt wieder runter. Richtung Süden. Fährt Hauptstraße Richtung Osten. Jetzt steht, hinten auf der Kreuz. Oh, wow, Sync, danke dafür. Fährt S. Richtig. Ich hab jetzt aber großen Abstand, was es noch vorhin ist. Ich stand da einfach auf der Kreuz. Ja, wir sind Richtung Norden gefahren.
Nee, Norden, was heißt da hier? Osten weiter. Ach so. Okay, ja, mach mal zu den Laden. 21, 23, 24, 25. Jetzt aber. Ich doch. Haben wir noch irgendwas? Okay. Noch 2 Minuten Kaffeepause. Der Bugatti hat halt kassiert, aber wie gesagt, der kann sich jetzt halt auch gut repariert haben schon. Ich kann mich, ob ich halt auch 3 oder 4 Mal noch gesehen werden dessen. Das ist so das, was der. Das, was Luna letztes Mal war. Das ist heute der Cavigno. Aber überall gesehen. Ich sehe das schon wieder. Publikatorische Suche, Alter. Richtung Brunnenplatz. Muss aber umdrehen. Ich sehe jetzt am 90-Grad-Flick durch sein. Fährt auch Richtung Brunnenplatz. Jetzt am Brunnenplatz. Okay, Mercedes drauf, El Camino dranbleiben. Hat ein NPC frontal. Ist im Park drin nördlich. Bugatti wird dann ignoriert, nehmt ab. Ich ignoriere Bugatti mal nicht, weil ich habe den gerade frontal einen reingeschabert. Ich versuche den kurz reinzuschneiden. Sorry. Ach, nicht so toll. Ich sehe dich nicht. Ja, sorry. Das Spiel. Mann, ich werde ja nicht mehr gut. Du bist genau dran, bist. Nah, sehr nah. Dann voll du weiter. Dann wollte ich mich. Ich kann mich noch nicht mal wegkommen. Ich komm schon an. Was soll ich machen, wenn ich ihn gerade im Kopf nicht sehe? Andi? Hm? Sollen wir auf ein El Camino gehen? Ich sehe den anderen Kopf am Mercedes. Warte mal, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Mercedes und den El Camino. Mercedes hat die Angela abgeräumt frontal. Wo ist der Mercedes? Mercedes fährt jetzt wieder Richtung Brunnenplatz von ganz west. Dann kommt du zu mir. Untergrund, Teufelsegg, komm da mal hin. Fährt obligatorisch zu, fährt Brunnen. Fährt aber nicht in den Park rein, fährt Richtung nördlichen Tunnel hoch. Die südliche. Also meine Ansagen sind für nur 24 Stunden Racer. Richtung Osten oder Westen? Bahnhofstraße Süden wieder. Komm ich gerade Speerstraße gleich hin? Kommt westliche Straße raus, wieder kurz Speerstraße. Na, ja. Park. Also nördlich am Park eventuell vorbei oder ein Park rein. Porsche war auch hier, ignoriert. Westliche Straße Richtung Stadion. Ja, Richtung Speer Süden. Jetzt. Mach mal zu. 1, 2, 3, 4, 5. Stadion El Baghetti. Stadion. Stadion Richtung Stadt einwärts. Also Richtung Teufelseck gerade. Fährt gerade weiter Richtung Baumallee östliches S. Das mittendrin da fährt Baumallee Richtung Theater. Und dann Eskalation Richtung Westen. Jetzt Statuenplatz. Weiter Eskalation Richtung Westen. Am Wirrwarr vorbei. Fährt nicht in den Untergrund. Weiter Eskalation Richtung Westen. Gleich Speerstraße. Speerstraße bremst Richtung Norden. Und dann Hauptstraße Richtung Westen. Also südlich vom nördlichen Tunnel jetzt sofort. Und fährt weiter Richtung Bahnhof. Bahnhofstraße, also westliche Straße Richtung Süden. Eskalation Richtung Osten. Ja. Genau so. Alles klar. Zustellen einfach.
Die Wand. Boah, der hat nicht mehr viel. Eine Wand Richtung Brunnen. Oder Richtung südlichster Punkt. Ne, nicht ganz. Richtung südlichster Punkt, der vom Brunnen aus losgeht. Ja, hier links, genau. Ja. Lass ihn bis da unten fahren und dann gucken, so zu schieben, dass er nicht ins U reinfährt. Hm? Also gerade weiter schieben. Oh, hallo, jetzt sehe ich den Kopf wieder. noch ein Stück. Oh, ich will da unbedingt rein, ne? Nice. Na dann, ausschwärmen. Wie lange ist denn noch? Noch 6 Minuten. Oh, ist auch nicht. Alles so wenig. Mhm. Da hatten wir bisher noch gar nicht. Wir hatten den... Die Anglia noch nicht. Oder war der andere? Porsche. Ah, ja. Ja, den habe ich zumindest schon mal gesehen. Anglia noch nicht. Hab die Anglia. Ja. Eskalation Richtung Osten. Ist gerade. Fährt jetzt aber wieder Richtung Westen. Sperrstraße jetzt drauf. Richtung Norden. Fährt dann Hauptstraße Richtung Osten. Lass mich raten, fährt in die Gegend oder so. Nein. Fährt im Untergrund. Das ist kriminell. Da ist auch der Porsche. Fährt den Untergrund geradeaus weiter, also das lange Stück. Im Osten. Ich weiß. Ich habe ihm gerade ein Staring Duell mit ihm geliefert. Wo ist der? Antila fährt wieder Richtung Westen, was den Tunnel angeht. Ah. Fährt aber nicht daraus, wo sie reingekommen ist. Fährt östliche Eskalation raus, sozusagen. Westliche Eskalation. Fährt hoch Richtung Winkelgasse, verbremst. So. Fährt in die Winkelgasse rein. Das ist knallhart gelogen, dass das westliche ist. Die Winkelgasse ist hier nicht ansatzweise. Also die nördliche Straße jetzt sofort Richtung Westen, also Richtung nördlicher Punkt. Speerstraße Richtung Süden. Hauptstraße Richtung Osten, Tür Treppenplatz. Wow. Ja, Porsche. Da war Porsche dran. Hauptstraße weiter Richtung Osten. Gleich Höhe Winkelgasse. Winkelgasse vorbei. Weiter Hauptstraße Richtung Osten durchgezogen. Ja, fährt Hauptstraße ganz nach Osten. Den hat er nicht gesehen, natürlich. Östliche Straße Richtung Süden. Fährt Richtung östliches S. Östliches S vorbei, also Richtung Todeskorb. Ja, einmal muss ich auch Matsche machen. Zwischen Baumallee und Hauptstraße fährt Richtung Statue.
Eskalation Richtung Westen. Oh, das hat er gesehen. Den hat er gesehen. Im Hintergrund mit dir. Westliche Eskalationsuntergrund. Raus. Frosch am Brunnen Richtung Park rein. Na, das ist ja nett. Fährt weiter im Park, dann wahrscheinlich Haarnadel. Nee, doch nicht weiter im Park. Richtung Norden verlassen. Nee, dreht im Park seine Runden, kommt wieder Richtung Spawnpunkt. Oder Richtung Spawnpunkt Ross. Und dann Alter, Richtung der Norden. Also Richtung nördlicher Tunnel. Ich werde auch in den nördlichsten Tunnel rein. Soll ich mir da einfach probieren? Kann der andere dranbleiben, ich habe eh 10%. Ja. Aber zwar fast klar, dass das nichts wird, aber. Ja. Die nördliche Straße Richtung Osten. Auch parallel nördlichste Richtung Osten. Die zwei, die gerade nicht in der Verfolgung sind, bitte mal gucken, dass ihr noch wen anders findet. Der Bugatti ist quasi damit durchgerauscht. El Camino kam mir gerade entgegen. Wer die Sperrstraße Richtung Süden? Linke Gassenstraße Richtung Hauptstraße. Porsche jetzt Richtung. Gott, Richtung Baumallee unterwegs. Richtung Teufelseck. Ja, der war nicht schlecht. Eskalation Richtung Theater. Hinters Theater Richtung Wing River dementsprechend. Richtung parallel südliche aktuell, kann aber noch Richtung Eskalation wieder zurückfahren. Ja, fährt Eskalation. Fährt Eskalation Richtung. Hä? Alter, bei dem ab. El Camino ist. Ja, Overtime jetzt. Haben wir eine zweite Folge? El Camino und Anna. Ja, Roman? Ja. Okay, okay, cool. Hauptstraße Richtung Osten, der Porsche. Ach, ist er da? Nach rechts. Alter, der hat geplant. Nee, hat er nicht. 22, 23, 24, Das Hauptstraße wieder Richtung Westen runter. What the fuck? Ja, diese Laternen sind euch so tödlich. So, eigentlich war man ganz am Anfang auch gefühlt, ey. Welche Höhe ist das zwischen? Der Starter. Eskalation Richtung Osten. Der hat auch weiter Eskalation Richtung Osten. Das ist Westen. Nee, Westen. Ja, Westen. Weiter Richtung Westen, Richtung Bahnhof. Ja. Nee, weiter Richtung Bahnhof. Richtung? Nein. Au. Fährt den Park rein von Norden. Fährt Park weiter, südliche davon. Fährt Park raus am Brunnen, fährt am Brunnen auch direkt vorbei. Sollten wir eventuell nochmal den El Camino mit, wenn wir ihn wieder dann obligatorische Suche. Boah, was geht denn hier? Dass wir jetzt am El Camino dran ja, okay. Sind, unten eine Verfolgung, das ergibt keinen Sinn. Ich frag mich gerade eher, wo der vierte ist. Ich bin etwas unter euch. Das ist ein Busy. Fährt wieder in den Park runter. Ein Treffpunkt. Mach Matsche. Wir müssen dahin, dort da unten. Ach, ja. Fährt Richtung nördlichen Tunnel, aus dem Park wieder raus. Irgendwo muss er jetzt bremsen, also. Ja, zu viel. Das ist schon der Bremst. Ja. Hauptstraße Richtung Osten.
Diesmal tatsächlich Osten. Fährt weiter Hauptstraße am Treppenplatz vorbei. Fährt Hauptstraße weiter. Nee, fährt Hauptstraße weiter, jetzt gleich bei der Winkelgasse. An der Winkelgasse vorbei. Biegt ab Richtung Baumallee. Fährt auch Richtung Baumallee. Ja. Fährt weiter Richtung Teufelsdreieck. Fährt Richtung Teufelsdreieck. Bremst, fährt Richtung parallel südlichste. Fährt auch in Richtung Tunnel. So. Oh, wow. Sorry. So, und das wäre jetzt auch schon halt draußen. Bitte. Richtung Wirrwarr. Ja, Luna, wir sind noch quasi neun Kopfs, also. 21, 22, 23, 24, 25. Amba. El Camino Startungsplatz. Richtung Westen. Fährt Richtung Hauptstraße wieder hoch. Hauptstraße Richtung Osten. Fährt Richtung nördliche Straße. Parallel nördliche Richtung Westen. Das ist gleich Winkelgassenkreuzung. Fährt gerade weiter. Okay, alle dran. Kurz noch weiter ansagen, weil der hat mehr Speed als wir. Unten sehen wir es nicht so gut. Ja, ich würde halt versuchen, auf Attacke zu gehen. Ja, viel haben wir ja, nicht mehr. Ja, klar. Fährt weiter Richtung nördlicher Punkt. Angriff jetzt sofort. Jetzt sind nur noch wenige Sekunden. 3, 2, 1, ja. Der hat doch Frontal eingeschenkt bekommen, wir können ja noch so viel haben. Das ist Kuro, die Haut ist am Power. Ja. Ja, der Kuro. Allerdings. Ja, Haut ist am Power, aber ansonsten. Eine Runde voller Düsings. Mal schauen, ob die nächste Runde besser läuft. Ja, aber ich sag mal, also 8 festgenommen hat man schon länger nicht mehr, meine ich. Ich glaube, das hat sich jetzt eigentlich in letzter Zeit so zwischen 5 und 6 eingependelt, also. Das war gut, waren gute Festnahmen dabei, definitiv. Das heißt, wir machen jetzt einen Seitenwechsel, gucken, was wir als Racer auspacken und... Alter, habt ihr schön eingepackt. Aber unabhängig davon, ja, kurzer Seitenwechsel, bis gleich. So, die Seiten sind getauscht und ja, die magische Anglia ist weg. Dafür haben wir hier andere glänzende Prachtstücke. Aber eins nach dem anderen, wir beginnen erstmal ganz vorne. Snow fährt den Mercedes-Benz 190e Evo 2. Nur 24-Stunden-Racer musste ganz schnell noch von einem Auto mit Allrad auf eins ohne wechseln, weil es da vor der Runde irgendwie eine Misskommunikation gab und entsprechend sitzt er jetzt im Ford Transit. Schön gold eingefärbt. Luna fährt den Mitsubishi Evolution 6. Andi fährt die Bratwurst. Gibt's nicht für einen Volvo 850R. Sehr schön. Auch wieder eine sehr interessante Kombi, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ja, aber dann... Kombi ist dabei. Ja, vor allem, ja, reden wir nicht weiter drüber. Ich move euch einfach mal runter und dann ready, wenn ihr ready seid. Ich kann ja schon mal derzeit, während ich euch move, schon mal anfangen, wie wir die Strategie vollführen werden. Ja, und zwar... Ja, und wir zwar... Wir bleiben alle hier und essen Donuts. Ja, also genau. Also erstmal würde ich auch sagen, wir channel. Essen Donuts User und trinken den Kaffee noch leer, der übrig geblieben ist. Dann wollen wir die Donuts dabei. Und dann hätte ich gesagt, wenn wir dann fertig aufgegessen haben, dann nehmen wir sie einfach alle fest. Easy. Das ist doof. Wir haben gesagt, die nehmen alle fest. Nee, ich habe gesagt, ich hab die Donuts dabei. Wir werden nur nach dem Volvo essen. Da habe ich ein bisschen Angst, wenn du kommst. Aber gut. Es geht los in 3, 2, 1, go! Komm, einmal darf ich auch. So.
Taktik, 2 im Osten, 2 im Westen. Wenn wir einen sehen, alle drauf. Alles also, klar. Warte mal. Kaffeepause reparieren dann, ne? Weil sagt jemand die ganze Zeit, ne? Nee. Warte. Gut, was mich jetzt so klanglich auffällt, ich weiß nicht, ob der das Wort hat. Gut, ich habe den ersten Mal leicht gebaut und ziemlich Slicks draufgezogen, aber für dieser spontane Wechsel. Die haben gerade auch geschießen. Ja. Daher. Okay. Da ist alles fein hier. Ist alles fein. Es geht los in 3, 2, 1. That's it. Andernorfell. Sollte nicht so schnell fahren, das würde nicht reichen. Pass auf, das ist. Hey, bisher haben sie noch nicht alle festgenommen. Der Plan geht noch nicht so auf. Donuts sind immer noch ein Wolf. Alter. Boah, Junge. Was ist die dicken Kopf in Ruhe? Donuts, ja. Ich habe tatsächlich überlegt, den Subaru in der letzten Folge schon zu fahren, aber 800 war mir dann doch ein bisschen zu krass. Moment, ich glaube, auf 740 geht der halbwegs. Mal gucken. Das in irgendeinem Paralleluniversum funktioniert oder nicht. Wir werden es dann sehen, wenn ich in die Wand geschmettert werde und 93% Motorschaden instant habe. Die Leute hinten aus dem Sitzen rausfliegen. Okay, kommt hinter mir, Hauptstraße. Das dauert erstmal 15 Minuten, okay. Wir sind safe. Wir erwarten Höchstleistung. Ja, die haben sich vorher gegenseitig abgecrashed. So. Also, die sollen schon an dir dranbleiben, weil sonst könnten sie ja wen anders noch finden. Ja, ich habe gerade einen dritten Kopf gefunden. Ah, sehr gut. Oh, moin. Hi. Das war nur mein Gedanke. Ja. Lol, und der hat raus. Nichts gemacht am Motorschaden. Der Subaru ist Panzer. Du hast keinen Schaden. Doch, hab ich. Karosserie habe ich ja, aber Motorschaden nicht jetzt. Ja, ich hab einen Marke-Garter, schaff nicht, sag ich euch. Ich werde die ganze Folge einfach nur durch den Tunnel fahren. Die ganze Folge. Hat jemand von euch eine zweite Folge, weil ich wurde gerade ignoriert. Ich hatte ganz kurz was, aber. Ich werde hier aber gerade in der Pude festgehalten. Oh, Luna. Wenn die einmal alle rankommt und nicht von Antrieb fahren muss. Ja, nee, doch sagen, was ist gemein, in so eine Häuserbucht eingebuchtet zu werden. Das ist ein Fehler in der Matrix, würde ich sagen. Und das zählt nicht. Ja. Kann nicht sein. Das zählt als Festnahme für uns noch aus der ersten Runde. Wird das jetzt ja auch bestanden, also die nur alle im Kopf fest und. Die Festnahmen sind es für uns. Wie haben sie damit durchgefahren? Hi, Transit. Tschüss, Transit. Ja, nimm mal die Kopfste wieder mit. Tschüss. Okay. Ich fahre jetzt das nächste Eis. Ja, welche dran, oder was? Ja. Ha. Und? Hat Klang aber nicht so eingeschuldet. Ja, ein Kopf ist auf der Hauptstraße. Ob da der Gewendung kann ich wissen. Oh. Neben Straßen, oh, die nicht auf der Karte sind, aber nicht fahren, oder? Ne. Warum das Theater? Der kriegt auch nicht kein Reifenschaden. Ich brauche keine Kaffeepause. Wie viel hast du, Anni? 10.
Okay, ich habe 6. Hallo und tschüss. Ich hatte gerade beim Stadion eine Verfolgung, aber ich glaube, ich sag. Oh, ja. Bin jetzt im Untergrund. Nein. Fahr jetzt gleich auf der Hauptstraße wieder. Oh nein. Raus. Ich dachte gerade, ich habe beim Unterschalten mein Getriebe zerstört. Du rausfährst, ist gut, weil ich bin auch mit dem Gewinn, das wäre ja Gewinn und so abgehauen, aber. Wobei, ich glaube, die haben mich verloren. Auch gut. Ah, nee, da, okay, bleibst du. War nicht gut, dass sie dich verlieren, ne? Ja, nee, einer hat mich gefunden. Ein einziger. Bin auf der Straße, fahr Richtung Osten. Richtung Norden. Rücken fängt an weh zu tun. Warum? Mach mal nicht. Rücken. Bist du etwa alt? Die fahren alles im Parallel-Nordliste. Andi hat doch schon. Andi hat schon 6 Enkelkinder. Nein, dass er seit 4 Monaten fast am Laufen ist. Kein Scheiß, ich war letztens wirklich bei einer Streamerin im Chat. Und da meinte dann jemand, als es irgendwie halt auch dann um mein Alter ging, meinte dann jemand: Hä? Du bist 22, ich denke, du bist 30 und hast 2 Kinder. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das zustande gekommen. Also, wenn du das älter als 22 bist, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, denkt jeder. Nicht, wenn man es weiß. So, dann, ich habe jetzt alle 5 hinter mir. Ich fahre jetzt die Sperrstraße runter. Ja, weil das sind nur 4. Wo ist der Letzte? Hallo, Ramset. Oh, Benz. Wie lange ist dann noch? Wohin? Richtung Süden. Richtung... irgendwo. Okay. Ich würde es nicht verstehen, wenn die mich verfolgen, weil ich fahre richtig schön das Tempo hin. Eskalation. Okay, ich bin mich ja nicht über. Aber meine ich fahre Hauptstraße. Ja, ich gebe Gas. Also Richtung Hauptstraße. Jetzt Hauptstraße. Wie lange bist du noch bis Kaffeepause? Ja, noch 3 Minuten. Hier irgendwas am Reifen noch mitgehen, aber ja, brauch ich. Mache nur Scheiße im Transit. Das sind 36%. Du bist 10. Wie lange noch Kaffee bis zur Kaffeepause? 3 Minuten. Vorne mehr als hinten, aber ich verheckert drin. Ich kann mir nicht sicher rausfinden, ob die was geändert haben. Ich habe es wieder nicht verstanden. 3 Minuten frei. 3. 3. Ah, okay. Das ist ja, also driften ist immer noch nicht gut. Ich habe jetzt innerhalb von 1-2 Sekunden 2% reingezogen. Das liegt ja auch in der Lage. Ja, es sind trotzdem nur 40. Das ist kaum was. Das ist der Transit. Wieder raus. Nein. Hast du mich gesehen? Ja, Transit. Ich habe dich Mercedes gesehen, ja. Wie bist du eigentlich hingekommen? Naja, auf dem direkten Weg davon, du bist mir vorher woanders entgegengekommen. Ich war schon, dass du dich nicht am Brunnen zurücksetzen darfst. Das nächste Runde und jetzt kommt der Pausenmenü ist. Wohl irgendwo zurückgesetzt hat, weil er mich verfolgen will, oder nicht? Warum habe ich jetzt gerade eine Mail bekommen? Haut ab. Willst du? Nein! Deine Rechnung nicht gezahlt. Jagt alle das Luna. Ja, schon wieder. Einfach Copy-Paste letzte Folge. Ich glaube, die lassen gerade einfach ein paar Aggressionen raus, die sich angestaut haben über die letzten Racer-Runden. Aber wenn das so weitergeht, ist das Problem, dass Luna immer noch nicht schnell genug festgenommen wird für 8 Festnahme. Ja, macht doch nichts. Das ist sogar wunderbar. Also. Ich denke tatsächlich aber auch, wenn Luna jetzt nochmal festgenommen werden sollte, dass sie Luna dann in Ruhe lassen. Ja, aber das haben wir auch gemacht. Ich frage mich auch noch, wo die Verfolgung ist. Achso, stimmt. Parallel. Südlichste. Ah ja. Ah, das habe ich im Tunnel gehört. Ich habe meine Amazon-Bestellung. Das ist nett, danke. Hast du bestellt? Eine Bestellung. Boah, was ist in der Bestellung enthalten? Ein Produkt. Alter.
Ganz detailliert. Und es wird ich sogar in einem Karton geliefert. Genau, mit Prime. Kannst noch etwas. Apropos Prime, wusstet ihr, dass da ein Kopf dran ist? Das war jetzt nicht der Überrede, den ich haben wollte, aber ist okay. Hauptstraße Richtung Osten. Geil, Furzerkante. Furzerkante. Fahre östliches S und werde direkt Richtung Baumallee runterfahren. Kaffeepause seit 7 Sekunden. Wie lang? 5 Minuten, ne? Ja. Dann lass mal eine Minute vor Ende nochmal ein bisschen. Jetzt Hauptstraße Richtung Westen, aber ich müsste mein Kopf los sein. Ich weiß nicht ganz genau wie, aber irgendwie bin ich nur los. Natürlich kommt dann genau Lucky einer hier ran. Fahr westliches S Richtung Norden. Fahr Richtung nördlicher Punkt. War dann nördlicher Tunnel Richtung Süden. Du bist aber auch im Kopf dran. Kann sein, dass die Verfolgung auf dich switchen, weil ich glaube, ich bin mein los. Oh, und ich war jetzt gerade am Stadion vorbei. Oh, Luna! Schon wieder Luna? Ich kann nicht sagen, was passiert ist. Ich habe einmal zurückgeblickt und dann bin ich in einen reingefahren. Also, du hast schon die Hälfte an Dings, ne? Oh nein. Als ob da jetzt schon wieder so Lucky einer kommt. Nee, macht mal nicht. Ich hab seit Minuten keinen mehr gesehen. Hab jetzt zwei an mir, fahren sie hier war rein. Die Eskalation aus. Fahr dann hier war wieder Eskalation raus. Richtung Hauptstraße. Ja super, geht aber doch ab, ne? Kann man sagen, was man will. Fahre westliches Ding hoch. Von den Brücken auf die andere Straße drunter runterspringen. Nee. Einfach auf den Straßen bleiben. 3 Minuten noch Kaffeepause. Ich drehe mich mal vorsichtiger. Ah, jetzt Speer runter Richtung Süden. Oh, Scheiße. Ich werde dann auf Eskalation drauf fahren. Ah, jetzt Eskalation Richtung Osten. Das kann... Hä? Oh. Wie ist der noch an mir dran? Feind oder ist das jetzt wieder, wieder ist das jetzt der dritte Lucky Corp? Alle Lucky. Okay, dann machen wir jetzt mal Rodeo. Repariere ich mich mal am östlichen Punkt. Und ich bin mal sehr gespannt. Linke Gasse oh, nochmal vor. Evo, weiß. Nein, nein, nein! Geht auf Luna! Boah, hier sind einfach... Über die Hauptstraße drüber, parallel nördlichste Fahr, aber durch die Uni durch. Also ich fahr wirklich durch das Uni-Gebäude durch. Oh wow! Scheiße! Was ist denn nämlich dann die Winkelgasse? Ich fahr durchs Uni-Gebäude durch. Ja, das ist die Winkelgasse. Ja, nein, ich fahr. Keine eingezeichnete zwei Straße bei der Uni. Ich fahr in den Untergrund rein. Warte in der Winkelgasse, ich sehe nur die Volvo nicht mehr auf der Uni, ich sehe vor allem den Kopf und ich sehe die Scheiße. Ist das irgend so ein komischer Statuseffekt, den ich habe? Hey, wo kommen die alle her? Die wollen auch auf Festnahme kommen, die nutzen jetzt jedes Mal. Das ist Frechheit, was soll das? Der ist weg. Oh, ich seh Luna. Lass mich in Ruhe, wenn du Cops hast. Genau. Okay. Ah, du hast einen Kopf dran. Ich hab's. Aber jetzt verbremse ich mich natürlich. Von
Wie lange ist das Kaffeepause? 50 Sekunden, ne? Ja. Oh, ich hätte schnell einfach hingehen. Moment, hast du mir jetzt echt den Kopf weggenommen? Also, er ja, hat abgebremst und ist dann weiter dir hinterher, aber. Okay, der ist weg, der hat meine. Ja. Wie denn? Jetzt ist er weg, definitiv. Oh, da ist noch ein. Der fährt auch Sperrstraße Richtung Süden. Noch ein Kopf Sperrstraße Richtung Süden, also die fahren alle irgendwie Sperrstraße Richtung Süden. Ja, die kommen alle zu mir. 15 Sekunden noch Kaffeepause. Alter, geht weg, ich geh jetzt alle weg. Ich will nicht. Drei, zwei, eins, Kaffeepause vorbei. Ich fahr da parallel. Okay. Dann sagen, wo du hinfährst. Ich hab nicht so viel. Eskalation. Nicht was. Ich hab mich kurz konzentrieren müssen. So ein bisschen was, aber ja. Fahr jetzt rüber auf die Hauptstraße. Richtung Osten weiter. Fahr dann ins östliche S rein. Das ist Richtung Süden. Ja, Luna. Fahr über den Todesbordstein. Nein, ja, geh doch weg! Du bist so straight auf mich zugefahren. Ey, ja, ich hab den Blitz, sorry. Das war ein bisschen eng. Baumallee. Ey, es ist echt ein Scherz, ne? Kommen die denn alle her? Und dann kommt ihr dann auch entgegen, glaube ich. Ich hab eine Hauptstraße reingebogen. Ja, mich. Festgesetzt, da kommen so viele. Wie viele sind das dann? Fünf inzwischen schon? Fünf gerade, ja. Okay. Ich kann eigentlich sein, dass ich immer irgendwo in der Nähe vom Stadion bin, wenn Festnahme stattfindet. Eigentlich willst du ja ein Auto haben. Na gut, ich bin schon aus zwei Verfolgungen rausgekommen. Der Subaru schlägt sich gerade ordentlich. Wollte ich gerade sagen, eigentlich willst du ein Auto haben, das eine Verfolgung ewig lang aufrechthalten kann und nicht sofort rausfährt, wie fürs Team. Fürs Team ja, aber dann gleiche ich halt durch Skill aus, ne? Durch was? Durch Skill. Was ist das? Ja, dass du das nicht kennst, also das, Das gibt's aber nicht. Oh, Hauptstraße, östliche Straße Richtung Süden, jawoll. Nein, ich will der südlichste rein. Wir fahren am besten die südlichste. Ich fahr äußeren Ring vom Stadion in die Stadt rein. Dementsprechend parallel südliche rauskommen und wahrscheinlich durchziehen. Wenn ich die Lücke habe, ziehe ich die Winkelgasse rein, Wirrwarr rein. Ich bin jetzt Wirrwarr drinnen und ich meine, ich bin so los. Der Subaru ist es. Halt nur nicht in Gebiete kommen, wo ich mehr als 2 Sekunden lang beschleunigen muss, dann wird's kritisch. Oh, bei mir wird gerade richtig kritisch. Ja, parallel nördlichste nach Westen. Oh ja, ich ist doch alles an mir dran. Will ich jemand ablösen? Nee, nicht so gerne. Noch nicht. Ja, ich glaube, ich hab das nicht. Ist wieder hartnäckig an mir dran. Aus welchem Grund auch immer. Oh, wieder. Ja, das war eine Theorie. Ich hab 400. Wir könnten halt die andere Theorie testen, ne? Also sag mal an, wo du bist, ich schau, fahr zu dir und schau, ob der Kopf. Ja, du bist wahrscheinlich tot am nördlichsten Tunnel. Ja, ich bin gleich. Ja, gut, dann vielleicht nicht. Oh. Moin. Ja, die machen die Festung doch echt schnell. Nein. Hey.
Nee, ich fahr nicht nochmal südlich so direkt rein. Das geht. Da, wo ich mich gerade. Gott sei Dank ist es ja nicht mehr lang, nur noch knapp über 5 Minuten. Da kriege ich noch 2 Festsitzungen. Ja, die haben bisher, glaube ich, auch nur 2 festgenommen, ne? Nur Luna und Snow, oder? Und mich einmal. Also. Entschuldigung. Enttäuschend. Naja, schlimm, ne? Wie wir die ganze Zeit dagegen kommen, mir die Karren stoppen, was kann ich denn dazu? Echtes Gas, hab ich gemacht. Du hast mir fast die Vorfahrt genommen. Ich glaube dir nicht. Ja, ich schon. Bin mir nicht sicher, aber. Mann, Luna. Was? Ich glaube, ich hab nicht. Ich hätte Bescheid sagen können, wo er ist. Ich bin gerade im Bierkopfstrich gefahren. Mann, es ist ein random Spieler, Junge. Du sagst ja gerade auch nicht, wo du festgenommen wurdest. Ja. Ich verfolge einen random Spieler. Damit haben sie 7, also noch einen zum Ausgleich. Wir hatten schon lange nicht mehr 10. Ich bin mal gespannt, was das jetzt passiert. Kommt drauf an, wenn sie noch 3 Mal Luna finden. Vielleicht. Och Mann, geh doch weg. Die ganze Zeit so einen nervigen Nissan GTR hinter mir. Weg. An der Kathedrale hat großen. Soll ich mich verfolgen oder soll ich das eh nicht machen? Norden, parallel nördlichste Richtung Westen. Ja, ich bin verfolgen. Ja, ich hab auch wahrscheinlich 2 sogar. Wenn sie Bock haben. Hauptstraße Richtung westliches SS Richtung nördliche Straße. Komm mal wieder so. Alter! Ich hab literally vor 2 Sekunden gesagt, ja. Richtung westliches S, Richtung nördliche Straße. Ja, macht schon in dem Moment Rückstand, ne? Umdrehen war eine dumme Idee in dem Moment. Speerstraße Richtung Süden. Jetzt gerade aber noch einer an mir irgendwie. Ja, die fokussieren mich auch schon. Also. Was? Naja. Nein! Achso! Der gerade ein Miet und Miet. Feiern wir. Das ist schön. Alter! Mobbing! Ich fahre Eskalation Richtung Osten. Guck, dann biege ich mal ab. Warum denn? Wollte ich nicht. Wollt ihr was abgeben? Hab hier schon so eine Packung Spaß. Ist okay. Hat irgendwas der Verfolgung? Irgendwas. Ja, ich hab nur der Auto durchknallt sehen und danach ist die Sache. Können wir sie den GTR verfolgen? Ich würde sagen, 5 halte ich für eine Lüge. Ja, ich würde nur so Pi mal Daumen für heute fallen. Und wo ist denn hier? Ich habe alle. Am Brunnen, jetzt sind es obligatorische Lüge. Ah. Also alle. Alle sind gut. Eine Minute noch bis Overtime. Und meiner ist weg. Böse. Aus 5 Verfolgungen einfach rausgekommen. Der Subaru ist es einfach. Tier. Maschine. Benz. Bremst mich. Sorry. Alter. Warum mobben die mich so?
War ein guter Kuss, oder? Ja, schon. Keiner. War vom Brunnen Richtung möglichen Tunnel. Alle drei hintereinander. Ich werde aber auf die Hauptstraße abbiegen, sofern ich möglich könnte. Noch 20. Ja, funktioniert. Alter, geh weg. Du stinkst. Dumme Idee. Noch 5, 4, 3, 2, 1. 5 Minuten noch. Nein, also jetzt auch warten. Ich glaube. Ich hab noch was an der Backe. Ich bin nämlich hinterhergefahren. Nur in die Richtung. Raus! Alter! Ja! Und die ist safe. Ja gut, ich mich am selben Dach gelegt. Luna ist. Haben sie dich festgenommen nochmal, Luna, oder? Ich... Nee. So. Dann hier Fragezeichen. Mich nur. Nee, Luna. Auch nicht, oder? Warte, okay. Gibt's nicht, wozu jetzt nochmal festgenommen? Ich wurde jetzt festgenommen, ja, die haben mich in den Tunnel gedivebombt, hat mich aufs Dach gelegt. Achso, ja gut. Warum auch nicht? Unentschieden, wow. Oder? Aber ansonsten sind alle raus, ja, Tatsache. Ja. Ich würde sagen, dadurch, dass wir alle Racer festgenommen haben, zählt das für 7 Festnahmen zusätzlich oben drauf. Also 15 haben wir gemacht, neuer Rekord, perfekt, sehr gut. Ne, waren auf jeden Fall von beiden Seiten sehr starke Runden. Also die haben am Anfang echt schnell die Verfolgung dicht gemacht. Am Ende hat es sich ein bisschen gezogen bei denen. Aber an sich wirklich zwei sehr, sehr gute Runden von Kopfseite, muss man einfach mal so sagen. Das war ordentlich. Dann würde ich damit sagen, wäre es das mit dieser Ausgabe hier gewesen. Alle Sichten sind in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne durch ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao.